So, liebe Freunde, weiter geht mein Playthrough von Jedi Survivor. Oh, was ist das hier? Mal aktivieren. Abkürzung. Oder? Ach, bin nett, eine Abkürzung. Sehr gut. Gut, dann haben wir das Riesenvieh, das haben wir ausgelassen. Gut, gut, gut. Let's go. So, schauen wir nochmal, ob es hier noch was gibt für mich zum Mitnehmen oder zum Finden. Nee, da war ich schon hinten drin in der Höhle, glaube ich. Nee. Ganz ungewohnt heute ohne Maske. Ich habe mich einfach keinen Bock mehr gehabt, da vorne, vor dem Streamstart, mich nochmal 20 nochmal mit dem zu beschaffen, Was ist befassen. los? Oh Mann. So. Ah, oh, schön. Oh. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Mich wartet. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Was ist jetzt hier? Ja, aktiviere es kurz, Bibi. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Was sind denn das für Dinger? Also, da muss ich erst. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Ah, Session. Was? Was tue ich, oh Gott? Was? Ah gut, so müssen wir den mal schneiden. Und jetzt? Also, nix. Gut. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es noch mal. Perfekt, gut. Hat schon, spricht schon für seine Jedi-Bauer, wenn er ihn da einfach, ja, Felsen in die Wand Hey, schieben sieh dir kann. das an. Oh, Loot. Gut, dann haben wir Duo. Wow. So, den Kakadus. Ah, da rutsche ich nachher später runter. Ziemlich ruckelfest habe ich gerade hier. Ja, gut. Ja, ah. Ja, hab schon durchblickt das Ganze. Ja, durchblickt habe ich es aber hinbekommen noch nicht. Ah, das muss ich erst noch ausgehen. Geht denn los? Wow. Yes, geht's. Sehr gut. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Was gibt's jetzt wenigstens wieder? Sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Ich glaube nicht, dass ja. Wir uns gesehen haben. Gehen wir. Tja, hat das anders gewirkt auf mich. Okay. Ja, da kann ich auch rüber. Oh. Okidoki.
Das ist doch funktioniert, wie ich jetzt wollte, aber gut. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Oh, es sieht richtig aus. Hm. Ah, ein Safe Point. Sehr gut. Ich muss mich konzentrieren. Ja, mach das. Konzentrier dich. Geil. Geil. Das ist heute Nummer 2 erst. Kann man ausruhen, dass ich da fit bin? Ich glaube, das schaut nicht. Ja, oh, meine Nase, oh Gott. Das Buch kannst du brennen. Gut, gut. Oh Gott. Ah, oh, jetzt geht's wieder. Gehen wir. Mhm. Okay. Ich lass die mal machen. Na, komm ich noch nicht drüber, dann muss ich eh darüber. Gut. Das BD, was hast du gefunden? Sie müssen oh, nice. Diese Landekapsel von dem Looker halt abgeschossen haben. Hm. Was ist das? Nix. Nichts von Bedeutung. Hm. Spring jetzt erstmal nicht rein. Mhm. Erfahrungspunkte geholt, ah. Es wechseln die Gegnertypen. Warum? Ah, muss ich drüber klären. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Oh, der andere Truppler habe ich anscheinend mit einem Lichtschwert-Counter gekillt. Gut. Ja, gut. Guck mal, nehmen wir uns. Wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium. Hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Ich weiß noch, was welchen Viechern er gerade redet, aber okay. Jo. Schau mal. Da ist er schon wieder. Was? Ich sehe gar nichts. Wir haben hier einen Eindringling. Verdammt! Das wirst du bezahlen. Sehr gut. Aktiviere das BB. Let's go. Ah, da geht's uns vorne wieder raus. Ah. Das ist eine Abkürzung wirklich. Oh, oh Gott. Oh Gott. Mehr stimmt. Oh Gott. Ah, ich muss mir leider mit dem Großen da von uns. Na, es geht gerade nicht. Na.
Oh, geh komm. Wie scheiße war das jetzt? Oh, ärgerlich jetzt. Nee, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Ach, geh. Jo. Megas. Und weg mit ihm. Gut. Gut, das haben wir. Dann wieder weiter zu dem Vieh. Habt ihr Bewegung gesehen? Weg mit ihm, ja. Okay, jetzt hin. So. Ah, geht es dann erst, wenn das Viech tot ist, okay. Er stirbt, wenn ich bist. So. Der Lernsturm. So, was gibt's jetzt hier Feines? Hacken. Mal schauen, kriege ich hier was Tolles oder nicht? Was Gutes oder eher was Bescheidenes? Jäger. Oh, okay. Ja. Gefällt mir jetzt schon das Outfit. Na gut. Ah. Oh, muss ich fort. Angekommen. Na, jetzt geht's natürlich, ja. Klar. So ist das hier. Hier ist geil, ja. Okay. Ja, genau, es geht sich da natürlich nicht aus. Okay, komm. Genau, jetzt ging sie los, super. Selbst bevor sie beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Hm. Zu Kree's Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Hm. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Ja, okay, Jackson. Ich finde immer noch so schön, dass ich so bei dem da ein wenig an die alte Republik, also an die Hochzeit, wie heißt sie noch, die High Republic, auf die High Republic orientieren, die Zeit vor dem Imperium, vor Jedi. Schon, oder? Hi. Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Tor. Erstmal das Viech streichen. Machen wir nichts falsch, glaube ich. Da, aber ich muss noch zum Trinken einschenken, Leute. Geht gleich wieder. So. Dann mit dir quatschen. Hi. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel.
Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich finde es ja cool. Drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ja, hallo Thor. Ich bin übrigens Thor. Meine Augen jucken. Oh Gott. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Ja, schick sie zurück, danke. Gut. Ich will so gar nicht, sie fügen einfach quasi von neu. Neue Zeitepoche ein, die Hohe Republik. Bla, das unnötige Franchise drum, ein Computerspiel erzählt, fangen schon an davon zu erzählen. Es wird eigene Spiele, es wird eigene Serie geben, die was in dieser Zeit spielt. Und ich finde es einfach geil. Und ich muss sagen, Star Wars hat einfach einen Start, so sage ich immer, da frage ich es gar nicht. Nach dem Prequels, nach Episode 9, bin ich echt über alles froh, was nicht die Episode 9 ist. Konntest du dir diese Struktur genau ansehen? Gerade genug, um zu sehen, dass es keinen Eingang gibt. Aber wir haben Glück. Sie sieht intakt aus. Wenn ich recht habe, ist sie seit Jahrhunderten hier. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Sie ist gleich da vorne. Danke für den Tipp. Oh, was haben wir da sonst noch? Ein Scan kann jetzt. Was gefunden, Kumpel? Risikoforschung, gut. Wo bekommt man in der Reach am besten etwas zu trinken? Ich habe gehört, ein paar Loons verloren führt kein Weg vorbei. Das hatte ich befürchtet. Eines Tages eröffnet hoffentlich jemand eine andere Kantina. Gemein. Oh. Also bin ich. No. Wie das? Da bin ich jetzt, weil ich vorhin die Typen geboxt habe. Sehr gut. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Einen Spionagedroiden? Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders. Zumindest mal nicht das Imperium, das auch schon. Halt auch. Der Jedi wurde in der Nähe gesehen. Sag das nicht. Ich bin nicht kampfbereit. Dann mach dich bereit. Ja, was? Wirklich, Dings. Enden wir besser nicht wie der hier. What's wrong? Okay. Okay. Drauf ist nicht so gescheit, dann gehen wir mal da runter. Problem, wenn sie starken müssen. Einiger mal. Boah, du. Du wirst einen Fehler machen. Das ist unmöglich.
Wo ist der Kumpel jetzt? Versuch nicht mehr zu entkommen! Ich glaube, das war ein geiler Speed unten. Gut. Gut, ich kann schon hacken. Der hat anscheinend vergessen, dass ich da war. Der Bürstenschnitt. Oh, der hat mal eine Zeit lang aus. Also verkehrt. Ich gern bitte, danke. So, wo ist der eine Stummplatz sein? Egal. Und irgendwie nicht wieder hoch haben. Alle gemockt. Gut, schauen wir uns das mal hier an. So, so großes Vieh. Was will das Imperium mit einem abgelegenen Planeten wie Kobo? Müssen wir schlafen. Ah, da. Oh, komm. Nein, das habe ich mir von dem Vieh töten lassen. Ich glaub's ja nicht. Mein Gott, wie blöd hat er jetzt gespielt. What have I done? Das mögen die Imperialen auch nicht. Mhm. So, muss man wieder runter, die wieder ausschalten. Boah! Ich weiß gelaufen. Nicht so sauber, aber besser wie vorher. Gut. Aber sauber habe ich vorher eigentlich. Oh ja. Ah Gott. Verdammte Viecher. Ah, wieder was hacken. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Sorgsamkeit. Ah, neuer Knauf. Okay. Irgendwie kommen die Dinger noch an. Du schläfst das große Vieh und dann lass dich schlafen, würde ich sagen. Muss ich kämpfen? Was kennst du? Kumpel? Okay. Aha. Die Anlage müsste gleich dort hinten sein. Du musst jetzt so weiter. Diese Kreatur hat einen festen Schlaf. Da muss jetzt hin. Wie komme ich da aber hoch? Oh, hm. Das Dom ist dann quasi zu optional mit dem Vieh. Ja gut, da haben wir jetzt geduelt oder so, da haben wir gleich Wegbox gehabt, da tun wir jetzt das nicht an. Heim. Soll das jetzt funktionieren? Warte mal kurz. Ah, kann man seitlich rauf.
Boah, komm hoch. Ah, so geht's. Gut, da kommen wir vorbei. Man muss ja nicht jedes Tier gleich töten, oder? Ja. Außer man spielt so scheiße wie ich. Wow. Ja, aber schlecht. Boah. Ui. Das Fina. Also, boah. Puh. Okay, gut. Ah, mein Internet ist so notdürftig. Schade. Tja, sorry, die können. Ah, okay, eine Rutschstuhl, oder? Nee, doch nicht. Guck, er hat gerade ausgesehen, wie so eine Rutschbahn. Das sieht nicht wirklich sicher aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, was ist das? Oh, was ist das? Sind das Drohnen? Können wir was tun, oder? Ich kann kaum atmen. Okay, sind so ein Bots. So wie Nanobots und das. Einzulaufen ist, glaube ich, nicht so gescheit, aber ich muss das wohl machen. Ah, da können wir da rüber. Ja. Ah, was gibt's denn hier? Blut. Blut ist immer gut. Ich denke, sie weiß etwas darüber. Gut, so gucken wir ganz gut weiter. So, ups, nicht zu weit runter gehen. Oh. Oh, oh. Meinst du, die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Substanz? Sie haben mir gesagt, das sind Nanobots. Wow. Oh, mit dir, hoch mit dir, Keil. Hoch. Puh. So. Ah, da ich. Aha. Haha, hätte ich gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Das ist also das Werk von Centauri Cree. Wenn der Rest von Sis Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Ja, geil. Jetzt sind wir also hier. Überall ist die Substanz. Oder was immer das da ist. Ich sag mal, das sind Nanobots. Ah, ich kann meditieren. Perfekt. Erst, ich will erst wieder Level machen, wenn ich 3 Fertigkeitenpunkte habe. Gut, ah, hier kann ich dann wieder rumbasteln oder Werkbank. Tauschen wir mal was aus. Da was dazu bekommen, oder? Anderen Knauf haben wir da bekommen. Hm, meistens habe ich ja nichts zum Tauschen. Soll ich ihn dann neu bekommen? Ja, gegeißene Legierung, die ich auswählen, das war ja so genau. Der, ich muss sagen, das ist so ein ganz komisches Feature, das. Sollen wir damit losziehen? Nee. Nichts zu tun für mich. Lichtschwertfarbe werde ich wieder ein wenig ändern. Es funktioniert und sieht toll aus.
Jetzt neuer sind wir sind hier. Aber du bleibst der Alte. Da klingen. Nimm mal. Weiß wird am ehesten passen. Cheyenne ist halt wieder fast wie blau. Das macht keinen großen Unterschied, finde ich, für mich halt. Vom Auge her, wenn du spielst. Gelb mag ich nicht. Magenta gefällt mir gut, Violet auch. Orange. Ja, weiß. Man ist ja eigentlich kein Yeti, wenn man es genau nimmt. Sieht dann zumindest ein wenig ab. Ah, okay. So geht. Was sind das da hinten? Ich schätze mal. Das ist ein großer Vogel. Okay, wenn er jetzt gerechnet, das wird wahrscheinlich ein Bossgegner sein im Gebiet. Na egal. Gut. Und es passt ganz gut. Wir sind jetzt in dieser Anlage angekommen und werden die dann nächstes Mal erkundigen, weil das passt perfekt, um die eine Playthrough jetzt kleiden zu lassen. Also danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein und viel Spaß beim nächsten Mal, Cheddar Survivor und ciao wieder.